Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Thema heute, wie ich ja schon mal letztes Mal angedeutet habe, der Richter aus Starnberg, wie mir der mein Leben versucht hat kaputt zu machen oder wie er es auch teilweise kaputt gemacht hat. Dazu muss ich sagen, ja, klar hat er mich verurteilen müssen, weil ich ja schließlich in seinen Augen ein Verbrecher war. Ja, aber er hätte, wenn er es genauer angeguckt hätte und mir auch zugehört hätte als Mensch und nicht mich schon vorverurteilt hätte, dann kommt jetzt einer, der Rausch verkauft an Jugendliche, den muss ich jetzt richtig hart bestrafen. So hat er sich aufgefühlt. Er hat mich angebrüllt, mit einem hochroten Kopf die Adern angeschwollen. Er hat mich geduzt, er hat mir Sachen vorgeworfen, die definitiv nicht Fakt waren. Er hat es auch also ganz schnell durchgekächelt, das ganze Ding, und überhaupt kaum eine Beweisaufnahme. Hat sich zwar die jungen Leute angehört und hat meine Sachen nicht reden lassen und mir dauernd ins Wort gefallen, angebrüllt, alles Mögliche. Also, was ist denn das? So geht keine Behandlung, Alter. Wir sind nicht bei den Nazis, verstehst du? Da hat man Angeklagten so anbrüllt. Das hat man in Nürnberger Prozesse damals gemacht, oder weiß ich nicht, wo das früher war, wo die Nazis halt ihre Leute vorgeführt haben, die sie kaputt machen wollten, sicherlich auch noch. Ja, das ging halt gar nicht, deswegen sind wir ja auch gleich in Berufung gegangen. Und als wir dann in Berufung waren, haben die Richter damals ja das erstmal bestätigt, das Urteil, sahen halt da nicht wirklich, dass man da nachlassen muss. Und dann auf Revision, ich wollte halt erstmal meine Verteidigerin auch gar nicht gehen, weil ich meinte, da haben wir überhaupt keine Chance. Und ich sagte, ja bitte mach mal das, weil ich glaube, wir haben sehr wohl eine Chance bei der Revision. In dieser ganzen Zeit, aber mit der volle Ohrstein, das geht ja nicht innerhalb von 2-3 Wochen oder innerhalb von ein paar Tagen, sondern es hat halt 2 Jahre gedauert, der ganze Prozess. Also es dauert halt ewig, bis du mal angeklagt worden bist, und dann dauert es wieder ewig. Ja, wenn du in Berufung gehst, bis der nächste Termin kommt und so weiter, da geht lange Zeit ins Land. In der Zeit bin ich halt immer mehr draufgekommen, halt, war immer süchtiger und immer krasser ist es geworden, weil halt dauernd diese Urinkontrollen angestanden sind vor einer Bewährungsstrafe. Ich habe immer damit rechnen müssen, da dachte mir, hey, bevor ich jetzt das Kiffen anfange, muss ich halt schauen, dass ich anderweitig irgendwie meinen Turn kriege, wenn ich den Alkohol nicht so vertrage. Alkohol habe ich ja auch rausprobiert, hat nicht funktioniert. Jetzt ist es halt so, dass am Ende des Liedes die Revision durchgegangen ist. Die haben gesagt, ey Leute, ihr habt bloß ein paar Gramm gefunden, die ihr untersuchen habt können, und könnt ganz von den Käufen davor darauf schließen, dass es das gleiche Material war. Ihr müsst da von dem geringsten THC-Gehalt ausgehen, der überhaupt irgendwie möglich wäre. Bei einem Schwarzmarkt-typischen Material, also 2% haben sie gesagt oder so, und dann sind wir weit unter der nicht geringen Menge. Bei mir und bei dem anderen sowieso, weil wir haben ein bisschen was gefunden. Und so, ja, sehen sie halt da gar keine Berechtigung für die 3 Jahre oder für die 4 Jahre. 4 Jahre waren es. Und dann haben sie halt das Urteil kassiert und ich habe halt dann ein Jahr weniger bekommen, aufgrund dessen. Aber nur aufgrund dessen. Nicht, weil das ganze andere drumherum irgendwie schon so eine komische Sache war, dass ich gar nicht gewusst habe, wie alt das die wirklich waren und dass das halt da erst aufgekommen ist während der Verhandlung und dass er zu so einem Geburtstag das haben wollte und all so eine Dinge. Das ist alles nicht mehr relevant gewesen. Nur noch dieser eine Punkt, und den haben sie mir auch dann reduziert. So, das hat aber dem Richter anscheinend nicht gereicht. Jetzt ist es so, weil ich ja so drauf war, mehrfach versucht habe zu entziehen in dieser Zeit, bin ich dann in Friedberg in Hessen, in der Nähe von Frankfurt, da kannst du mit der S-Bahn hinfahren, Frankfurt am Main, du warst mit der S-Bahn nach Friedberg. Und da bin ich hingefahren, war ich auf Therapie mit der Tina damals. Tina, von der habe ich euch erzählt, die mich bei Transporting da im Kino, ins Kino geschleppt hat und dann aus dem Hauptbahnhof gefahren. Die ist dann mit mir draufgekommen und dann waren wir beide, also ich war die treibende Kraft, ich habe gesagt, hey, das Gefängnis wird kommen, so oder so, versuchen wir es halt, hey, wir sind eh so drauf, versuchen wir auf Therapie zu gehen. Und entweder du kommst mit oder ich gehe alleine, das ist mir dann auch egal. Er ist mitgekommen. Wir waren beide dann im Notarzt da
Wir mussten erst den Herrsching ins Krankenhaus zum Entgiften, weil die haben es halt verlangt, dass er im Krankenhaus kommt. Wir haben zu Hause entgiftet vorher schon und sind ja ohne Affe ins Krankenhaus und waren da die 3 Tage im Krankenhaus gelegen. Die haben gedacht, wir nehmen irgendwas und waren ganz erstaunt mit Urinkontrolle und so und wollten nicht wissen, wie wir das gemacht haben. Haben es halt erzählt, ja, unterdosiert, ganz, ganz wenig und dann am Schluss einfach kalt entzogen. Es tut ja nichts mehr, wenn du echt kaum noch was nimmst. Und dann die 3 Tage Scheißerei, also ein bisschen Durchfall und kalter Schweiß, ne, das war's. Ja, kaum Schmerzen, das ist nicht schlimm. Und dann sind wir halt von dort eben auf Therapie gefahren und dann lief es auch ganz gut und dort hat man halt mit Rückfällen gearbeitet und ganz wenig Regeln nur und das war halt schon sehr angenehm irgendwo, aber das war trotzdem eine gute Therapie, weil man halt in den Einzelgesprächen mit Psychologen gesprochen hat und nicht mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Sozialarbeitern, was bei Daytop war. Ich glaube, es waren Sozialarbeiter, ich weiß es nicht. Aber gefühlt waren es keine Psychologen und da waren es halt welche, die waren geschulte Psychologen. Und in Großgruppen, hey, da waren halt dann sehr viel mehr Leute, weil die Häuser halt alle voll waren. Das war dann voll das Ding. Und du konntest da als Paar aufgenommen werden und ohne großes Gezeter und Brimborium nach ein paar Wochen auch schon ein Zimmer haben zusammen. Und das war bei uns dann auch so. Naja, anfangs war ich mit einem Berliner auf dem Zimmer. Der hat überall Narben gehabt auf die Arme, weil er halt immer intramuskulär gespritzt hat. Also, Alter, ja, was war halt damals so ein Atem, das so gezeigt und er kannte das nicht anders. Und dann hat er das halt in seiner Bar, hinter der Bar so gemacht und während da kommt er raus, hat er auch sein Zeug verkauft. Bisschen erwischt dann. Ja, der hat glaube ich 2,5 Jahre gekriegt für seine 50 Gramm Heroin. Im Gegensatz zu mir mit meinen 3 für die Vorgrammage. Die Relation ist mir damals klar geworden. Ich habe ganz viele Leute kennengelernt, die aus Hamburg gekommen sind oder auch von Frankfurt selber da waren, aus dem Dunstkreis. Die sind ganz anders drauf gewesen als wir da in Bayern. Die waren viel krasser unterwegs, das Zeug war auch viel heftiger. Und die Leute haben auch Geschichten erzählt, da ist das schon ganz anders geworden. Aber irgendwie hat es uns nicht abgeschreckt, als wir abgebrochen haben, dann erst einmal in Frankfurt zu bleiben. Aber da komme ich dann gleich dazu. Ja. Du bist, ich bin halt da auf Therapie gewesen, auf richtig guten Weg. Also ich war natürlich noch weit weg vom Clean sein, aber ich war auf einem super Weg. Und dann kommt ein Brief vom Staatsanwalt, der für mich da zuständig war. Und der war halt für den Landkreis Starnberg und nicht der, der für die Stadt zuständig war, Stadt München, weil ich hatte ja mit 2 zu tun, München 1 und München 2. Für den Landkreis und für die Stadt SPD und CSU. Die CSU-Seite, die wollte mich im Gefängnis sehen. Da sagt er zu mir, wortwörtlich am Telefon, Herr Schmidt-Bahr, wenn Sie jetzt gedacht haben, Sie gehen jetzt schnell auf Therapie, damit Sie nicht ins Gefängnis müssen, haben Sie sich getäuscht. Sie setzen jetzt Ihre Zeit ab und danach können Sie Ihre Therapie fortführen, wenn Sie denn dann noch wollen. Klack. Dann, hey, was geht denn da in einem psychisch labilen Menschen vor, der eh ein drogensüchtig ist? Dann kommt noch dazu, Tina hat überhaupt keinen Bock mehr gehabt, da zu sein. Die Leute haben sich genervt. Die jeden Tag hat mich angehört, geh mal halt, komm, hau, lass mal uns abhauen. Und bei der ersten Gelegenheit, wo wir die Chance hatten, nach Frankfurt zu fahren, sind wir nach Frankfurt gefahren und haben zum Hauptbahnhof da einen Bommel geholt. Und den Rückfall haben wir sogar aufgemacht und ich habe versucht, das aufzuarbeiten, aber es nagt es so an mir, dass ich wieder in Bayern zurück in den Knast muss und dass, ja, das hat mich halt schon Nerven gekostet, sodass der zweite Rückfall fortprogrammiert war und da haben wir dann auch gleich abgebrochen. Wir haben uns auszahlen lassen und dann Rüdberg fahren mit eure Sachen und dann erst einmal nach Frankfurt am Main, haben die Klamotten dort gebunkert und dann ging es erst einmal los, Leute kennenlernen und alles und ja, sich durchschlagen in Großstadt, wo du kein Geld hast,
kein Geld, gar nichts, unser Geld wird ratzfatz weg, Greg und AJ und Cooks und ratzifatzi. Wir haben uns dann zurück am Bahnhof unsere Klamotten wieder geholt, die wir noch da hatten. Und nach ein paar Wochen, total kaputt, fertig, haben uns in Zug von der Deutschen Bahn in so einem Nachtzug reingeschlichen, während der Schaffner kurz nicht aufgepasst hat, in der Schlafabteil auf so einem Klo, sind da drin leise gewesen. Also losgefahren ist der Zug, haben ein paar Minuten gewartet und dann auf besetzt gemacht. Ja, als der Schaffner weg war, hat man gehört, aufgemacht, wieder raus in die Abteilungen, wo man sitzen kann, wo keine Schlafabteile sind, und haben uns dort in die Toilette eingesperrt, in der größeren. Bis nach München, wo wir schwarz gefahren haben. In München dann ein paar sind ausgestiegen, München Hauptbahnhof gefahren, in die S-Bahn, da haben wir unser 24-Stunden-Ticket gekauft und sind wir erst einmal in Union gefahren und sind da, haben nochmal gepennt. Und dann sind wir halt die Sachen eingefallen, wie grob gesetzt, gell? Erstmal nach Seefeld-Hechendorf rausgefahren, weil das war ja unser letzter Wohnort. Somit waren die für uns zuständig und die Tina ist zu den Eltern und ich habe halt dann da so ein Zimmer gekriegt in einem Gemeindewohnhaus, wo halt ein paar türkische Familien hat da gewohnt. Und der Mann von dort hat beim Ort, das ist kein Dorf, ich würde schon Ortschaft sagen, hat da gearbeitet und da gab es auch unter anderem für die Bewirtschaftung Fahrzeuge, die mit Diesel gefahren sind. Und da gab es Rapsöl, das konnte ich mal holen und damit durfte ich dann heizen. Der Winter war richtig krass, aber das Fenster ist geplatzt aus irgendeinem Grunde, keine Ahnung warum. Da drin war es so kalt, dass wir einen Heizstrahler aufstellen mussten, damit die Kloschüssel innen drin nicht gefriert. Das war so echt krass und da musste ich dann auch mal aufs Klo gehen und war halt schon wieder ganz nah dran drauf zu sein. Das heißt, da dran, ich bin ja darauf zurückgekommen, haben halt dann im Hauptbahnhof schon wieder Pommes geholt und war halt schon wieder da. Ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich immer noch nicht gespritzt, da habe ich immer noch Folien geraucht. Ich habe mich wieder aufgerappelt, habe wieder Arbeit gefunden, habe gute Villa kennengelernt, wo ich guten Stoff kriegen kann und dann konnte ich auch wieder Zeitung funktionieren. Seefeld-Hechendorf aus mit der S-Bahn nach München rein, brauchst du 40 Minuten mindestens. Ich bin durch die Stadt durch mit der S-Bahn, auf der anderen Seite da raus, um dann, weiß ich nicht, drei Stationen später in irgendeinem Industriegebiet auszusteigen und dann in meinen letzten Arbeitgeber zu fahren, auszutischen. Ja, und von dort war es halt dann so, obwohl ich mich wieder gefangen habe und mit dem Anwalt gesprochen habe und zu ihm gesagt habe, hey, versuch mal das doch nochmal, dass ich dann doch auf Therapie nochmal gehen kann. Ich habe da jetzt abgebrochen, schon wieder einen Absturz gehabt. Ich habe mich gerade wieder gefangen. Das geht so nicht. Der drückt mich doch schon wieder richtig rein. Dann sagt der, und übrigens, das ist der Vorsitzende von Condrops gewesen zu diesem Zeitpunkt, der oberste Chef von denen, die eigentlich wollen, dass Leute nicht abhängig und im Knast und tralala. Der muss einen Deal gemacht haben mit irgendjemandem für einen anderen Kandidaten, die er da gehabt hat, weil der hat mich über die Klinge springen lassen, die Sau. Der hat tatsächlich gesagt, geh auf Flucht, da hast du eine Chance irgendwie. Solange du hier irgendwo bist, hast du keine Chance. Von draußen ist besser. Geh nicht zum Hafttermin. Ja, als ich da das letzte Mal zu dem gefahren bin, war ich an der Gisela Straße in München und habe da das letzte Mal die Michaela getroffen. Da war sie gerade, ich glaube in Bunken, ja, sie war im Kinderwagen mit dem Typen, wegen dem sie mich verlassen hat. Ja, jetzt habe ich gespoilert, die hat mich dann später wieder verlassen. Mit dem war sie da und hat mir halt ihr Leid erzählt, sie wollen ihr das Kind wegnehmen. Ja. Und dann gehe ich zum Anwalt und rede mit dem und sage, geh auf Flucht. Und zwei, drei Tage später klingelt es bei mir. Und ich habe nicht aufgemacht, Polizei ist draußen. Als sie weg waren, habe ich noch schnell einen Druck gemacht und bin zu meiner Cousine und habe mich bei meiner Cousine versteckt. Beim nächsten Teil erzähle ich da weiter.